In diesem Video geht es um eine interessante Fragestellung. Wie kommt es eigentlich, wenn ich zu schnell zu viel von mir preisgebe? Also ich teile zu schnell oder zu viele persönliche Dinge mit einer anderen Person. Vielleicht mit Bekannten oder Kollegen und Familienmitgliedern, manchmal aber auch viel zu schnell mit Fremden. Wie kann das sein und wo kommt das eventuell her? Dieses Video wurde inspiriert durch meine Coaching-Teilnehmer, weil mir das jetzt in letzter Zeit öfter begegnet ist. Wenn dich das auch in irgendeiner Form tangiert, dann viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe Menschen wie dir, dich von deiner Kindheit und Jugenderfahrung zu lösen. Natürlich nur von denen, die nicht so gut für deine Entwicklung waren. Woran erkennst du, ob vielleicht Erfahrungen in der Kindheit nicht so gut für dich waren? Du hast eventuell wiederkehrende Gefühle oder wiederkehrende Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, zum Beispiel Lügen oder Konflikten aus dem Weg gehen oder Leute auf Abstand halten, die du eigentlich nicht willst, die du loswerden willst, aber nicht losbekommst. Wenn das der Fall ist, dann hat das typischerweise einen Ursprung in der Kindheit und da kann ich sehr gut helfen. Wie immer, wenn dich das interessiert, schau mal unten in der Box, dort ist ein Link zu einem kostenlosen Erstgespräch. Jetzt geht es aber gleich richtig los mit der Fragestellung, warum teile ich zu viel? Obwohl ich das eigentlich nicht will oder obwohl ich immer merke, das ist schlecht für mich am Ende. Und ich möchte dir zwei Gründe mitgeben, die mir jetzt bei den verschiedenen Coaching-Teilnehmern begegnet sind. Und vielleicht trifft es ja auch für dich zu, damit du ein bisschen Klarheit gewinnst. Ja? Grund Nummer eins ist, du hast vielleicht in deiner Vergangenheit, also beispielhaft in der Kindheit bei deinen Eltern gelernt, wenn ich Dinge nicht sage, wenn ich Dinge verheimliche, dann werde ich bestraft. Wenn meine Eltern das hinterher rauskriegen, dann werden die wütend mit mir, dann schimpfen die mich aus, dann gibt es irgendwelche Konsequenzen, Privilegienentzug oder ähnliches. Also du hast dort gelernt, als Kind nicht alles zu sagen, macht mich zu einer schlechten Tochter oder zu einem schlechten Sohn. Und das kann bei dir einfach noch als Automatismus verwurzelt sein, dass du auch heute die Tendenz hast, wenn dich jemand fragt, und wie läuft's? Hast du das Gefühl, du musst alles rauslassen und denkst dir hinterher, oder du denkst dir vielleicht auch vorher schon, bitte frag nicht, bitte frag nicht, bitte frag nicht, weil du glaubst, du müsstest alles rauslassen. Du hast noch nicht verstanden, dass du einfach auch nur einen Satz sagen kannst oder vage bleiben kannst. Ja, das ist also möglicher Ursprungsgrund Nummer eins. Du hast sonst das Gefühl, du machst was falsch. Und Nummer zwei, auch sehr, sehr interessant, war bei einer Coaching-Teilnehmerin der Fall. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie früher gar nichts sagen durfte. Sie durfte nicht den Mund aufmachen, sie wurde nicht nach der Meinung gefragt. Und wenn sie was gesagt hat, wurde ihr immer gesagt, du bist anstrengend, was willst du denn, du bist kompliziert, du ne, lass, also misch dich nicht ein. Ja? Also sie wurde bestraft für den Mund aufmachen. Sie wurde bestraft für sich mitteilen. Und was passiert jetzt? Diese Coaching-Teilnehmer hat bei sich festgestellt, sie hat auch zu Leuten, die sie noch nicht, also nicht so gut kennt, aber auch grundsätzlich zu Menschen, auch zu Leuten, die sie näher kennt, hat sie diese Tendenz, sich ganz viel mitteilen zu wollen. Sie redet ganz viel, sie teilt ganz viel, weil sie dort ein bisschen dieses Gefühl bekommt, wenn ich was teilen darf, wenn ich was sagen darf, dann werde ich gehört. Dann bin ich wichtig, dann bin ich der anderen Person wichtig. Dann bin ich in Verbindung. Ja, das heißt, das andere, beim ersten Fall, ne, wenn ich was verheimliche, dann bin ich ein schlechter, also dann mache ich was falsch. Ich sage etwas, um zum Beispiel Bestrafung zu vermeiden. Und beim zweiten Fall, ich teile ganz viel und rede und teile mich mit, weil ich mich dann verbunden fühle, weil ich mich dann gehört fühle. Dort vermeide ich das Gefühl der Abgeschnittenheit. Ich bin auf mich allein gestellt, ich bin unwichtig für die Leute. Und ich tue das, um zu kompensieren. Ich tue das, um das Gefühl zu haben, verbunden zu sein. Das ist auf Garantie, also diese beiden Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind auf Garantie nicht die einzigen Gründe für diesen Umstand. Aber es sind tatsächlich beides etwas, was mir mehrfach begegnet ist bei Coaching-Teilnehmern. Deswegen bin ich mir sicher, dass auch der eine oder andere oder der eine und die oder die andere von euch sich da wiedererkennen kann. Wenn dir das ein bisschen Klarheit geschafft hat, dann gerne Daumen hoch. Dann hilft mein Video, Sichtbarkeit zu erlangen. Und schick das vielleicht an ein, zwei Leute, wo du sagst, das solltest du dir mal anschauen. Das kann dich weiterbringen. Denn dann erlaubst du der Person, sich zu entwickeln. Und du erlaubst mir, diese Person mit meiner Message zu erreichen. Denn meine Message, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du das, wenn du neu bist, erstmal herzlich willkommen auf dem Kanal. Meine Message ist eigentlich,
dass das Leben zu kurz ist, um es so zu leben, dass wir unglücklich sind. Das heißt, unser Anliegen sollte mit Hilfe von Persönlichkeitsentwicklung sein, zu wachsen. Denn umso mehr wir wachsen, desto kleiner werden unsere Probleme, weil wir denen besser gewachsen sind. Ja? Das heißt, wenn du das an Leute weiterschickst, dann erlaubst du ihnen zu wachsen und dadurch ein mal leichteres Leben zu haben. Und du erlaubst mir, diese Person zu erreichen, um den Menschen zeigen zu können, hey, Leben ist kompliziert, Leben verläuft auch nicht immer nach Plan, aber es muss nicht unnötig schwer sein. Ja, wir können es für uns leichter und angenehmer machen. So, wie immer, vielen Dank für dein Vertrauen. Abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, mach das Glöckchen an, dann wirst du nämlich auch benachrichtigt, wenn ich mal live gehe. Ich gehe in unregelmäßigen Abständen live und das bekommst du nur mit, wenn du das Glöckchen angemacht hast. Und dann kannst du mir nämlich dort auch ganz spezifisch Fragen stellen. Apropos Fragen, fällt mir gerade ein, solltest du auch noch irgendwie Sachen haben, die dich beschäftigen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Kindheit, wiederkehrende Probleme, Beziehungen, was auch immer, ja? Dann stell mir die Fragen gerne in die Kommentare, weil ich mich gerne inspirieren lasse von dem, was ihr fragt, weil ich dadurch weiß, was ihr sucht, was ihr braucht, wie ich euch am besten dienen kann. Ja? Also immer her damit. Es gibt nicht zu allem was, dass ich was sagen kann. Also es gibt ab und zu mal so Themen, wo ich sage, bin ich nicht der richtige Experte für. Aber in vielen Fällen kann ich was sagen. Und wenn ich was sagen kann, mache ich gerne dazu ein Video auch zu deinem spezifischen Thema. Also wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.